Also Combo ist effektiv, wenn ich halt viele Gegner auf einmal. Ja, dann kriege ich eine Combo. Da seht ihr jetzt unten über meinem Lebensbalken ist ein neuer Balken dazugekommen. Und der füllt sich dann und ja. Solange der dann gefüllt ist, kriege ich Leben regeneriert. 2 Stück pro Sekunde irgendwie. Ich glaube, bei meiner Spielweise ist das gar nicht mal so schlecht, dass ich Leben genommen habe. Nein. Uah. Scheiße. Komm zu Papa. Ja, brav. Ja, fein. Ja, fein. Ah, shit. Ich brauche Leben. Definitiv. Ansonsten wird das hier ein sehr kurzes Let's Play. Ich wollte es jetzt auch nicht unbedingt auf einfach spielen. Das wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Na, wir schaffen das schon. So. Hier haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen. Ansonsten, ich hatte da unten noch. Ah, das ist so weit weg wieder. Nee, das tue ich mir nicht an. Egal. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Und ab ins zweite Untergeschoss. Ihr seht auch, das ganze Spiel wäre Multiplayer möglich. Oh, die Würmer mit den Stacheln drauf sind gemein. Die sind richtig fies. Die halten nämlich um einiges mehr aus. Und schießen gleich 3 Kugeln auf einmal. Da seht ihr es. So. Na komm, stirb. Ah. So. Hätten wir es auch geschafft. Will mal gerade gucken, in welche Richtung wir gehen wollen. Ja, da wäre jetzt der Bogenschütze super gewesen, ne? Da hätten wir da einfach reinschießen können. Zu. War ist das widerlich mit den Würmern da oben noch? Ah, grandios. So, da hinten sieht er schon so einen Larvensack praktisch. Da werden immer neue Würmer ausgebrütet. Das ist auch ein bisschen ekelhaft. Ah, shit. Alles klar, los. Super. Es geht voran. So. Es ist aber echt ein widerlicher Kerker. Ich meine, wir sind der einzige Gefangene und sonst sind hier nur so genmutierte Riesenwürmer und Maden, die uns mit ihren Körpersekreten anspucken. Muss ich auch nicht jeden Tag haben. Nein. Shit. Ein Apfel wäre mal ganz nice, aber naja. So. Scheiße. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Nummer sicher und stelle mich hier hinter eine Ecke. Da kann man die immer ganz gut besiegen. Oder halt auch nicht. Also wenn man Skill hätte, dann könnte man die da ganz gut besiegen. Drüben gibt's Äpfel. Scheiße, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Fuck. Vor allem, wie gesagt, das sind ja die Mütter, ne? Also, oder die. Ja, super. So, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie es ist, wenn man stirbt in diesem Spiel. Wollte ich ja nur mal demonstrieren, damit ihr das alles auch wisst. So, wie gesagt, ich bin halt einfach nicht so der mega gute Retro-Spieler. So. Bisschen Geld noch. Wir können uns auch nicht den anderen Skill noch dazu holen.
Man kann natürlich auch diese Treppen halt immer wieder hoch und runter laufen. So ist es halt nicht. So, jetzt habe ich die Combo erreicht. Und jetzt hätte ich mich halt geheilt, wenn... Warum können die denn durch die Mutter durchschießen? Das ist so nicht in Ordnung. So, muss die mal kurz kratzen. Alles klar. Muss auch so ein bisschen auf die Umgebung achten, weil ab und zu sind da so Risse in der Wand, da kann man dann sich durchschlagen. Oder irgendwo liegen dann Hebel rum. Ich möchte jetzt erstmal den ganzen Rest hier abschlagen. So, die Monster-KI ist natürlich unglaublich, aber wir gehen mal davon aus, dass es wirklich Würmer sind, denn... Warum schlägt der nicht? Verdammt. Weil dann, also ich meine Würmer, ne? So, die haben nicht wirklich Hirn. Damit. So, jetzt könnte ich mal wieder eine... Super. Eine Combo vertragen. Übrigens, dieses Spiel ist auch vollgepackt mit Rätseln. Und... Minispielen, das ist echt auch cool. Da war ein Schalter. Habt ihr das gesehen? So ein bisschen geheilt habe ich mich jetzt halt, ne? Zwar nicht so mega viel, aber es reicht auch noch nicht für den nächsten Skill. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Alles klar. Ich gucke jetzt erstmal nach hier oben. Oh, vor dem muss man sich auch aufpassen. Das war auch gerade wieder ein tolles Deutsch. Die halten halt extrem viel aus und fahren ganz guten Damage ein. So. Okay, fahr. Bisschen heilen noch nebenbei. Ich glaube, ich gehe nochmal nach unten. Hier oben scheint's ganz viele Gegner zu geben. Das heißt, da könnte es weitergehen, aber ich bin mir halt nicht so ganz sicher. So, hier geht es nochmal nach unten zu einem Laden. Dann noch ein bisschen Geld mitnehmen. Ah. Diese Bomben sind echt scheiße. Mal gucken. Ich weiß jetzt leider nicht, was man bei dem Laden kaufen kann. So. Ja, lalalala. Die nehmen wir uns nicht mit. Das nehmen ganz viel Essen. Mal gucken. So, hier könnten wir uns unser Leben erhöhen. Das ist doch was. Machen wir mal, ne? Achso, okay. Einfach nur, umso mehr Münzen ich sammle, umso mehr Rabatt kriege ich. Die kann ich nicht ausgeben. Alles klar, super. Mache ich trotzdem. So, jetzt haben wir 120 Leben. Das ist für mich bestimmt ziemlich praktisch, weil so oft, wie ich auf die Fresse bekomme, das kann eigentlich nur gut sein. Will ich da jetzt wieder hoch? Ich weiß es gar nicht. Aber wir gehen einfach mal. Wo sind wir denn hier gelandet? Aha. Ah, da ist ein Schalter. Das ist bestimmt eine Abkürzung. Ah, super Sache. Alles klar. Und hier war dann das, wo ich oben hingehen wollte. Klasse. Alles super. Dann haben wir das ja praktisch gar nicht mal so falsch gemacht. So. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Das ist ja cool. Die schlafen dann irgendwann wieder ein. Und dann ziehen sie ihre Stacheln wieder ein. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich liebe ja sowieso den Detailgrad, die Indie-Game- bzw. Retro-Spiele-Hersteller so in ihre Werke reintun. Das ist echt unglaublich hübsch immer.
Ich bin zwar nicht unbedingt eine Grafikhure, klar, wenn man so sagt, so, ja, schöne Grafik und sowas, dann sage ich auch, ja, sieht schön aus. Aber mir ist irgendwie so dieses Spielgefühl auch ein bisschen lieber. Und das hat man natürlich bei irgendwelchen Indie-Games um einiges mehr, weil ich verstehe es nicht. Warum ist ein Spiel, was einfach so, das jetzt zum Beispiel als Vergleich nehmend $8 kostet, und man einfach so davor sitzt und sich darüber freut, wie schön das gestaltet ist. Warum kostet das $8? Man kann eigene Level erstellen, man kann unendlich dadurch spielen, man kann mit Freunden zusammen spielen, man kann alleine spielen. Die Story dauert ziemlich lange, denke ich mal, weil hier das die Beta ist ja nur der erste Akt und die der ist sehr umfangreich schon. Wieso kostet das $8? Aber dann hat man wiederum ein Spiel, was eigentlich nur aus Grafik besteht, scheiß Story hat, keine eigenen Karten machbar sind, aber halt Bombengrafik hat, ne? Und kostet dann 50 Euro. Hat man in 4 Stunden durchgespielt und alle sitzen da so, boah, geilstes Spiel ever, musste kaufen, boah, geil. Warum? Ich versteh's nicht. Also ich mag auch Spiele, die gut aussehen, aber mir ist dann irgendwie meinem Geld zu schade, wenn ich mir überlege, rechnet man dieses Spiel hier in Geld pro Zeit um, was ich für bezahlt habe und wie lange ich dran saß und gespielt habe, dann gewinnt dieses Spiel bestimmt gegen so ziemlich jedes andere. Gut, bei Call of Duty hast du natürlich immer noch diesen Aspekt zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen. Hey, Call of Duty kostet derzeit, also der Modern Warfare 2, das ist für mich immer noch der beste Call of Duty, der rausgekommen ist. Kostet derzeit im Laden noch, oder bei Steam, glaube ich, habe ich letztens nachgeguckt, 50 Euro, wenn man das Add-on-Pack mit dazu nimmt. Also 25 Euro Hauptspiel, 25 Euro Add-ons. So, das heißt, man hat immer noch 50 Euro bezahlt. Die Story spielt natürlich eh keiner. Aber, ja, man hat dann am Ende, wenn man den Online-Player zeitlich mit berücksichtigt, hat man bestimmt so seine 200, 300 Spielstunden. Und dann ist so der Preis pro Stunde, den man gespielt hat, sehr gering, weil man dann irgendwie nur 25 Cent pro Stunde bezahlt hat. Weil wenn man so von vornherein schon wenig bezahlt und alles so super ist und der Laden trotzdem überleben kann, die Firma, die dieses Spiel hergestellt hat, das ist doch unglaublich. Das ist schön. Das freut mich immer wieder. So, und ich laber hier schon wieder belangloses Kram, das überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. So. Ja. Dein Mana ist ausgegangen, du kannst nicht mehr laufen. Auch wenn es eher so aussieht, als wenn er sich vorwärts furzen würde, aber ist okay. Erinnert mich so ein bisschen. Ja, über diese Stacheln sollten wir nicht laufen, weil die fahren 200 Damage. Ah, das ist gerade auch nicht super. Meine Güte. Alter, wie gesagt, wenn man nur so ein bisschen schräg steht, dann hat man eigentlich schon verloren. Kriegen wir mal ein bisschen Leben noch dazu. Hier oben ist nichts weiter drin. Ja, ein Orange, das ist super. Hier unten haben wir einen Schalter, damit gehen dann die Spikes aus. So. Es geht vorwärts. Ja, ich guck dann erstmal nach den Spikes. Boah, shit. Immerhin bekommen wir ein bisschen Leben. Da oben war ein Loch in der Wand, das habe ich schon gesehen. Muss ich jetzt gleich nur noch dran denken. Hier ist ein goldener Schlüssel. Oh, wie gesagt, die fahren ordentlich Damage.
Alles klar. Was haben wir hier unten noch?